Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Fire Emblem Engage. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fire Emblem Engage. Ja, das letzte Mal haben wir eine Prinzessin gerettet, haben komplett übertrieben. Ey, im Ernst, dieser Teleport-Magie-Angriff, das habe ich sogar in den Kommentaren gelesen, der ist einfach so mega OP gewesen. Und man sieht es an der Karte schon. Wir haben hier irre viele Leute zu bequatschen. Und da das ein bisschen dauern wird, ich werde auf jeden Fall die Charaktere, die wir schon haben, drin lassen. Und ich werde ansonsten Wichtiges drin lassen. Wie zum Beispiel die Tiere. Aber alles andere schneide ich raus. Weil sonst würde allein die Stadt hier uns schon ein Video kosten. Thank you. Einmal gucken, vielleicht will ja einer von dem was Bestimmtes von uns. Nee. Will ein Huhn unser Haustier werden? Wir können den Hund aufnehmen. Aber das Huhn nicht. Dafür müssen wir erst Spenden erfüllen. Yeah. Ja, die Blumen hier sind echt schön. Das kann ich dir nicht sagen. Wir müssen so schnell wie möglich zum Schloss. Eine Runde Angeln, ne? Tatsächlich spiele ich in meiner Freizeit gerne mal so Angelspiele. So, ihr beide wollt noch irgendwas von uns? Du hast uns Fragmente gegeben. Okay, die Mannschaft schenkt einem Fragmente des Bandes. Ah, so kann man die verwenden. Ah, okay, man kriegt die auch so oder so, auch wenn man aus Versehen sagt, ja. Hier, hab's verpennt. Und mit den Eisenbahnen kann man sich bestimmt halt, wie gesagt, später was herstellen. Können wir dich mitnehmen? Ja, wir können ein Schaf mitnehmen. Du siehst eher aus wie ein Bock. Okay, und jetzt kommt halt eine grobe Zusammenfassung. Was hier so passiert. Also, wir sehen uns gleich wieder. Unser älterer Freund hat uns nochmal ein paar Fragmente gegeben. Wie gesagt, es kommt ja so eine Zusammenfassung, also hier wird jetzt stark geschnitten. Okay, Leute, ich bin jetzt einmal durch das gesamte Dorf gelaufen und bei den Charakteren, die von hier kommen, passiert offenbar nichts Besonderes. Kann ich von hier aus eigentlich zum Somniel zurück, wenn ich das wollte? Auf jeden Fall will ich erstmal das Emblem jemand anderem geben. Nämlich, ich überlege gerade, ob ich das Alfred oder Louis gebe. Ich würde eher sagen Louis. Ja, der kann das richtig gut nutzen. Celine behält natürlich das Magie-Ding. Ja, wie verwende ich jetzt diese Banddinger? Wahrscheinlich kann ich das nur im Somniel. Und ich kann auch mal nicht von hier aus zum Somniel zurück. Ich hoffe einmal, dass wir hier später nochmal zurück können. Hey, folks. Mind if we bend your ear a minute? Kein Problem, was ist denn? Name's Durton. I'm an armorer. And this here's Anis, purveyor of goods. Okay. We saw you trading thumps with those things. Figured you might be in the market for supplies. Yes. If you need, we'd be happy to provide you with quality weapons and items. Anything to defeat those creatures. They pose a terrible threat to traveling merchants like us. How would you feel about moving to our base? You can sell your wares from there. Divine One? Well, yeah. We don't have any facilities. These two could be a good addition. You're gonna let us open shops at your base? If you'd like to.
We'll need plenty of weapons and items from here on out. It's a haven. You won't find any creatures there. You've got yourself a bargain. Can't wait to do business together. Thank you for this. I will do my utmost to ensure you receive the finest items. Das will ich auch schwer hoffen. So, wir haben die Weltkarte gefunden. Ja. Wir können auch von hier aus zum Somniel zurückgehen. Und ich denke mal, ich kann auch hier zu der Stadt nochmal zurück. Hoffe ich einfach mal. Da war noch ein Esel, den habe ich nicht mal gesehen. Und ich kann halt jederzeit zum Somniel, ne? Kapitel 5. Gucken wir erstmal beim Sonnenjahr, ob wir uns besser ausstatten können. Oh. Fähigkeiten verwalten. Ich weiß, dass eine DLC-Welle letztens dazu kam. Ich habe aber noch nicht mal die Story fertig. Ich werde die DLCs nach der Story machen. Okay. Ich muss das Bandgespräch mit Mafia auch noch finden, ne? Wir beide müssen ein Gespräch führen. It is good that we can talk after I spent so long silently watching over you. I know what you mean. Hast mich beim Schlafen beobachtet. I'm glad to have you at my side supporting me in person. Das war alles. Ich dachte, die reden länger. Okay. Ich kann die Fähigkeiten erben. If I may. Nee. Das kriegt jemand ganz Besonderes. Ich denke mal, nur die mit so einem Sprachsymbol wollen wirklich sich mit mir unterhalten. Wo sind denn jetzt eigentlich unsere Händler eingezogen? Wir lassen die mal ein Level höher. Wir haben eine reiche Ernte erhalten. Ringkammer. Musiktour, Arena. Oh, hi. Aha. Du siehst irgendwie königlich aus als die Prinzessin selbst. Ich will jetzt eigentlich nur rausfinden, wo der Schmied eventuell wäre. Beim zentralen Platz kam Andy irgendwo. Die sieht man aber auch nicht sofort. Überhaupt nicht. Wir müssen ja unser Arsenal ein bisschen aufbessern, ne? Hier kann ich Sachen kaufen. Dafür brauche ich kein Tutorial. Ich kann Sachen verkaufen. Dazu zählt doch bestimmt auch diese Ernte. Nee. Kann ich ein besseres Schwert bitte haben? Okay, man kann die Werte dauerhaft bei einer Schlacht erhöhen. Ich denke mal, das kann man ruhig noch gebrauchen. I thank you. Heilmittel haben wir ja eigentlich. Do come again. Will eher nach Waffen gucken. Das interessiert mich am meisten. Wow. So, about the armory. Ein Leichtschwert. Okay, Langspeer wäre für
unsere Ritter nicht schlecht. Okay. Loot kann nur im Nahkampf eingesetzt werden, hat aber mehr Angriff. Wir haben noch keinen, der mit diesen Messern angreift, ne? Warte mal. Du kannst die Flut gebrauchen, ne? Here you go. Du hast einen Langspeer. Eventuell dir noch einen weiteren Stab, falls ich das hier kaufen kann. Die hat wahrscheinlich die andere. Dir kaufe ich auch mal Flut für den Nahkampf. Warum hast du ein Leichtschwert bei dir? Kämpfst du überhaupt mit Schwertern? Und du kriegst noch eine Wurfaxt von mir. Here you go. Damit die auch Fernkampf führen können. Take care. Soll ich mal gucken, hast du Stäbe? Welcome. Illuminis, magischer Stab, der Dunkelheit oder Nebel vertreibt. Kaufen wir dir mal zusammen mit dem Heilungsstab. Und da wir noch sehr viele davon verbraten werden, kaufe ich noch ein paar auf Reserve. Guck mal, wir haben wieder eine Viertelstunde allein nur hier verbracht. Du kriegst noch ein Geschenk von mir fürs Wecken. Wow! So, ich wollte nur den Eintrag haben. Wieder zum Platz zurück. Dann würde ich sagen, gehen wir in die nächste Schlacht. Na gut, bei mir sind es so 20 Minuten jetzt. Bei euch sind es wahrscheinlich nur 10. Weil ich ja viel bei dem Dorf rausgeschnitten habe. Müssen unser Inventar noch anpassen. Selim, benutzt du überhaupt Schwerter? Die benutzt Schwerter. So, ich würde sagen, alle sind eigentlich gerade ganz gut ausgestattet. Ich habe mir immer noch die Fähigkeit noch nicht angeguckt. Muss ich ehrlich sagen. Ich kann auch von hier aus auf das zugreifen. Ich muss nicht extra ins Somnil dafür. Okay, rein ins Kapitel. There's the castle. It's so quiet. Where are our knights? Or the Illusion soldiers, for that matter? You said they were marching toward the castle when you left. They've probably made their way inside. But then, what of the townsfolk? What of Mother? Let's hurry. Hate to break it to you, Queenie. But our forces have taken the castle. This is the part where you tell me where you've got the ring stashed in here. Who's to say? Is it inside the castle? Out on the grounds? I'm asking all polite-like. Come on! I'm not in the habit of speaking to lowly vermin. That's all that you are, the lot of you. The mouth on this one. You think I won't get you where you stand? I'd recommend against it, darling. Lady Zephia! After all, Her Majesty can't tell us much of value if she's dead. Now, I come bearing news. One of our soldiers said he spotted the princess fleeing before we arrived. How curious. Did you perhaps give that daughter of yours the ring for safekeeping? Oh, well, isn't this tragic? We'd simply hate to resort to violence. You leave us no choice. By virtue of your silence, we will now kill every living soul in this castle one by one.
Please, no! Mother! Mother! We're here! Alfred! Saline! Oh, look. The kids are home. You Illusion scum! Get away from her! Who's going to make us? I'm glad you've come. Now we can see for ourselves if the princess has the ring. No! Please! Leave my children alone! Of course. As long as you tell me where the ring is. Young Saline does have it, doesn't she? We'll have to kill her then. The prince too, for good measure. Take Her Majesty away. We'll continue our conversation later if need be. Unhand me! Mother! Let her go! All right, enough with the dramatics. Huh? You look familiar. No, it couldn't be. Who are you? I am the Divine Dragon. Such lies. Lumera is the last of her kind. Shows what you know. The Divine One was asleep for 1,000 years. Really? When did that beastly woman have a child? Very well. Perhaps you can tell me what happened to dear Lumera then. I've been so worried about her since that awful battle at Letho's castle. How do you know about that? How indeed. You stole the rings? You killed my mother? She died? Oh, that poor dear. Murderer! I will avenge her! Why, I didn't kill her. I will say your coming here was quite helpful. Assuming you are the beast's offspring, because that means you have them, don't you? The rings of the Hero King and the Holy Knight. You'll never take them. Never. You were after our ring. I won't waste my breath on explanations, but I will tell you this. The Kingdom of Illusia has freed Lord Sombron from his imprisonment. The Fel Dragon has returned? No. Of course, even we couldn't have accounted for... you. His return must have awoken you. Show a little gratitude. You're wrong. I awoke because of my mother. Because she waited for me all these years. A touching tale, I'm sure. Now, if you'll excuse me. Wait! What can we do? To start, we defeat these soldiers and take back the castle. I'm not going to let them hurt Queen Ev, or anyone else. Get the rings. No prisoners. I was hoping you'd say that. Ja, Leute. Wir haben hier viel vor uns. Ich muss mir mal die Einheiten hier angucken, also das Feld. Ist einer von euch besonders? Wir haben auf jeden Fall richtig viele Gegner hier. Also er ist der Boss. Ich habe erst gedacht, diese Frau wäre der Boss. Hier sind zwei Kisten. Da ist bestimmt was richtig Gutes drin. Ich gucke extra gerade mir die ganzen Soldaten an, weil wenn irgendwer von denen einen Namen hat, dann könnte das ein freischaltbarer Charakter sein. Aber scheinbar nicht. Wir haben ja auf jeden Fall viel vor uns. Okay. Ich würde aber sagen, die Schlacht tun wir uns erst beim nächsten Mal an. Scheinbar wird das bei mir jetzt wirklich so abwechselnd. Eine Folge Schlacht und die andere Folge ist Geschichte. Ja, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!